Wir sind hier in Spielberg, 2 Stunden von Wien entfernt, an einer spektakulären Strecke vor einer Kulisse aus Wäldern und Hügeln. Das heutige Rennen wird sicher ein Schmankerl. Freuen Sie sich auf den großen Preis von Österreich. Nur ein Fahrer konnte es an diesem Wochenende auf die Pole schaffen und dieser Glückliche heißt eindeutig Nico Rosberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass der deutsche Fahrer seinen Mercedes heute auch zum Sieg schön fahren. Nass ist es nicht, Mädchen. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Gestern lief es nicht gut für Danny Ricciardo. Was können wir im Rennen von ihm erwarten? Red Bulls Teamchef Christian Horner meint, Ricciardo habe in dieser Saison bewiesen, dass seine Überholmanöver zu den besten zählen. Wir werden wohl heute eine Menge Spaß haben, dabei zuzusehen, wie er das Feld von hinten aufrollt. Ein Schmankerl, eher ein Schmarrn. Es regnet wieder und das war's fallen kann. Und da gab's auch noch eine Strafe in der Startaufstellung, konnte ich jetzt gar nicht so schnell wahrnehmen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Österreich. Ich hoffe einfach mal, das wird sich wie im freien Training und im Qualifying bewahrheiten, dass der Regen noch aufklart und wir dann später trockene Bedingungen haben. Denn so, ja, wird es wieder sehr interessant. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht die Boxengasse blockieren werden. Ja, wir haben noch soweit schön 2 frische Regenreifen müssten es sein. Wir werden natürlich auf den starten, auf den nicht. Ich hoffe aber mal, dass die beiden hier noch zum Einsatz kommen und das eben überwiegend. Aber es wird, wie in der ersten Saison, erst einmal ein nasser Start. Ich werde etwas verhalten herangehen und mich dann langsam hereinsteigern. Und dann kommen vielleicht schon Intermediate-Bedingungen. Wir werden auf jeden Fall Jeff richtig nerven mit dem Wetterbericht. Dann lassen wir das schon mal stehen und Knöpfchen drücken. Gut, also es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich gönne mir noch einen Schluck und dann legen wir gleich los. So. Regen lässt sich hier nicht so schlecht fahren, habe ich euch schon mehrmals gesagt. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Rennen und vielleicht würde es ja noch trocken werden. Die Wagen stehen doch schon wieder versetzt. Also müssen wir nicht beide Trockenreifen verwenden. Ja, nicht beide Trockenreifen. Ich hoffe einfach mal, das wird hier noch trockene Bedingungen geben. Ich habe den ersten Gang zu früh hochgehauen in den zweiten. Oh, der Quer, der will es wissen. Aua. Oh Gott, jetzt verhaken sich ja alle. Ich komme gerade nicht weg. Da hängt ja immer noch einer. Gelbe Flaggen. Da bin ich mal auf das Nachwort oder generell auf die Wiederholung gespannt, wie das da aussah. Schlimm fand ich das jetzt nicht, was da ablief. Hier vielleicht etwas nach vorne mokeln. Ich will auf jeden Fall jetzt nicht abfliegen zu Beginn. Lieber verliere ich mal 2 Positionen und es wird noch trocken und wir können dann richtig was raushauen. Wetterbericht. Der Regenguss wird noch 10 Minuten dauern. Wir gehen davon aus, dass das Wetter dann in leichten Regen umschlägt. Oh, das klingt geil. Also, jetzt erst recht den Wagen nicht verlieren und auch nicht zu sehr die KI herausfordern. Ja, Jeff. Sind es schon 9 Minuten? Ein drittes Mal, komm. Also 14. Platz finde ich gerade ziemlich gut. Wir haben alle Wagen vor uns. Im Regen sind wir gar nicht so schlecht zurechtgekommen. Das kann hier alles ganz gut werden, wenn das auch noch trockener wird. Mann, ich freue mich schon. Dann wähle ich schon mal die Intermediates aus für den Fall der Fälle. Jetzt muss ich aber speziell auf die Bremspunkte achten. Bei Starkregen waren die ja ganz schön weit uns zugezogen. Also deutlich eher auf die Bremse steigen bzw. später herunterschalten. Das waren die letzten paar Gänge zu schnell. Quert liegt vor uns. Button, der ist ja ganz weit vorne gestartet. Also im Vergleich zu Alonso wieder mal. Der ist bestimmt gerade in den Punkten, oder? Oder ist es da vorne? Ich glaube, Button ist vor Quert. Aber ich sollte mich einfach mal auf mich selbst konzentrieren. Das ist schon anspruchsvoll genug hier. Auch wenn mir der Regen hier gar nicht so schwer fällt. Als zum Beispiel in Malaysia. In Kanada war er auch nicht übel und in Barcelona erst recht nicht.
da waren ganz andere Faktoren, die entscheidend waren für unser, naja, sagen wir mal dürftiges Rennen. Ich war nämlich nicht ganz zufrieden damit. Habe ich ja schon verlauten lassen. Aber bisher läuft es echt gut. Das ist noch guter. Jetzt aber recht. Na? Aha, toller Wetterbericht. Vielleicht kommt er jetzt noch. Wetterbericht. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Okay, immer noch. Aber vielleicht geht's ja schon vor diesen 10 Minuten auf Intermediates. Da dürften wir, oh, aufpassen, da rechts die KI, sollten wir auf jeden Fall die KI im Auge behalten, weil die kann ein ganz guter Indikator sein, wenn wir wechseln sollen. Das ist ja bisher noch teilweise meine Schwierigkeit gewesen. In Barcelona war es einfach, ja, habe ich mich einfach total verleiten lassen. Oh, ich schätze mal, in 2, spätestens 3 Runden mehr auf Intermediates gehen können, was wir gerade angesprochen haben. Ja, der dritte Gang war nix. Also in 2, 3 Runden schätze ich mal, weil das Wetter, die Wolken, die zieht's auf. Das wird dann auf Intermediates gehen, aber jetzt habe ich hier wieder den Bremspunkt verpasst. Vorsicht, uah. Bin vielleicht etwas zu früh auf die Strecke, aber dafür sind beide vorbeigekommen und einen Schaden haben sie auch nicht genommen, sogar 3. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Hauptsache, der Wagen ist ganz geblieben. Oh Gott. Ja, 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 Jeff. Wenn die Sonne wirklich rauskommt, dann ist unsere Zeit gekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, aber erstmal bis in die Sonne es schaffen. So. Wieder runterkommen. Die duellieren sich da vorne. Schön. Maldonado und Ericsson. Die duellieren sich weiter, Kurve um Kurve. Schön anzuschauen. Und auch schön als Hinterherfahrender, denn so kommt man näher. Oh, die berühren sich doch, oder? Ja, es wird wohl trockener. Oder Rosberg ist auch so eine verdammt gute Runde gefahren. Fahren die rein? Nee. Ich dachte schon, weil die hier so langsam waren. Das wäre aber noch zu früh. Ich schätze mal, wie gesagt, Runde 7 wird soweit sein. Für Intermediates. Wetterbericht. Wir denken, dass es in etwa 15 Minuten aufhört zu regnen. 15 Minuten. Oh, er hat sich noch oben korrigiert. Finde ich ja nicht so prickelnd. Du kommst an Ericsson heran. Versuch an ihm vorbeizukommen. Naja, was ich erstmal versuche, ist den Wagen soweit ganz gut hier im Regen zu behalten. Gefühlt wird der Regen schon weniger und da hinten. Und da hinten klart es meines Erachtens auf. Da hinten Richtung Stadtzielgerade. Wie die KI hier was rausholt, aber der letzte Sektor gehört auch im Regen uns. Können wir jetzt mal beobachten. Die sind weit genug auseinander, als dass sie sich jetzt groß behindern würden. Ja, schaut mal, wir kommen hier näher. Da, Ausgangskurve 3, das ist nicht unser Terrain in Sachen herausbeschleunigen, aber hier um die Kurven kommen, das gehört uns. Auch die letzten beiden Kurven nehme ich an. Oh, die von rein, die von rein. Ich komme mit. Zur Bestätigung, wir werden Intermediates aufziehen. So, jetzt nicht auffahren. Die KI, der Autopilot übernimmt schon längst. Okay, Intermediates, es wird besser, so langsam kommt unsere Zeit. Im Trocknen werden wir bestimmt konkurrenzfähiger sein, bin ich mir ganz sicher. Aber steht auf Verstappen hier vorne, oder? Der ist doch nicht weit genug von uns weg. Ach man. Naja, besser aber als noch eine Runde zu warten. Oh nee. Verstappen muss auch warten. So, Alonso vor uns. Bitte kein Blockieren. Danke. Okay, jetzt hast du noch 2 Boxenstops. Noch 2 Boxenstops. Oh, eine nasse Ausfahrt hier.
Aha, im freien Training. Das gelbe Schild jetzt wieder, Achtung. Das nächste ist auch, ja, blub. Im freien Training hatten die Reifen aus der Box immer sofort Temperatur. Hier im Rennen ist es aber nicht der Fall. Das ist sehr interessant und das merkt man hier gerade. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Aha, also gibt es dann bald Trockenbedingungen? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte schon die Reifen umstellen auf Trockenreifen. Wow, 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 die ist noch eisekalt, man merkt's. Warum habe ich jetzt kalte Reifen? Im freien Training hat das doch auch funktioniert. Und jetzt fahren wir sogar noch eher auf Renntempo. Also müssten die noch eher Temperatur haben, zumal die eben schon im freien Training am Ausgang Temperatur hatten. Ja, es wird deutlich klarer. So, jetzt müssen sie Temperatur haben. Bestätigt, bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir die Options auf. Wenn die jetzt wieder reingekommen wären, nee, das wäre auch Quatsch gewesen. Jetzt sind auf jeden Fall Intermediate-Bedingungen. Da dürfte ich wieder die Herangehensweise an einige Kurven überdenken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Trockenen besser unterwegs sind als jetzt im Vergleich zu den Leuten hier. Aber warten wir es einfach mal ab. Wir machen jetzt mit diesen Bedingungen das Beste heraus. Und Alonso gegen den Männerfahrer, gegen Stevens. Beobachten wir einfach mal. Reifen wir mittlerweile bei uns Temperatur. Besser als vor einer Runde. So, hier kommt die KI besser raus. Die nächste Kurve auch und dann gehört das wieder uns. Ricardo ist im Moment der Schnellste im Feld. Aber der Männer, der gibt Alonso ordentlich was. Aber jetzt hat er, glaube ich, verloren. Jetzt wird Alonso davonfahren. Jetzt kommen wir wieder näher heran. Dann sehen wir vielleicht schon auf Intermediates ein Überholmanöver unsererseits. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Denke ich auch. Ich schätze mal, spätestens in der nächsten Runde, also, Moment, in der nächsten Runde gibt's DS. Bin ich mir sicher. Boah, die ist ja richtig langsam. Ich mach's am besten Alonso schnell nach. Okay. Hier hat man's wieder gemerkt. Ich habe immer sehr spät runtergeschalten. Aber hier komme ich einfach nicht gut heraus. Wetterbericht. Wir rechnen damit, dass der Regen in den nächsten 10 Minuten aufhört. Okay, aufhört. Ja, es wird auf jeden Fall besser. Schaut mal, wie wenig Wasser jetzt vom Himmel kommt. Aber ich komme nicht wirklich an denen vorbei. Ich halte gerade mal Schritt. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Schauen wir doch mal. Die legen jetzt alle Bestzeiten hin. Stevens ist vor dir. Überhol ihn, wenn möglich. Gut, dass wir die KI auch vor uns haben. Bester Indikator für einen Reifenwechsel. Jetzt fahren die noch nicht in die Box. Das hätten die sich viel eher entschieden. Dafür hätten die sich viel eher entschieden. Na, hab doch falsch gelegen mit meiner DRS-Vermutung. Aber wir verbessern uns weiterhin. Die Strecke wird schneller. Wir haben uns nicht berührt. Das war sehr eng, aber nicht berührt. Ja, ich muss an ihn vorbei. Das DRS wurde aktiviert. Aha. DRS ist jetzt aktiviert. Aber eine Einblendung gab es nicht. Und da spüren wir das schon, aber hier kommen die einfach noch zu gut heraus im Nassen. Bin mal gespannt, wie es dann im Trockenen sein wird. Hier Geschwindigkeitsüberschuss, deswegen aufpassen mit dem Anbremsen. Ich muss ihn auch statt Ziel erwischen. Ich muss jetzt im letzten Sektor nah genug rankommen. Also, forcieren das Ganze. Na, es könnte was werden. Aber jetzt nicht zu schnell ranfahren, weil die sind hier langsam in der Kurve. Noch keine
Boxenstoppzeit. Oh Gott. Na, jetzt wollte ich eigentlich auf Fett stellen, aber ich wollte lieber sauber herauskommen. Wir konnten uns vor ihn setzen, haben ihn ausgebremst, aber jetzt Kontrolle halten. Jetzt kommt er wieder. Mist. Und er ist auch noch in. Aber wir haben den besseren Motor. Und hier gibt es immerhin keinen DRS. Wer bekommt denn jetzt was? Bin ich mal gespannt. Er bekommt. Ich bin noch neben ihm. Nicht rüberkommen. Okay, wir sind vorne geblieben. Das war sehr wichtig. Und jetzt wieder auf Alonso. Obwohl, jetzt kommen die wieder besser raus. Och Mann, das wird Ungarn-mäßig wie mit Mary. Jetzt aber mit Stevens. Ich bin immer noch neben ihm. Deswegen habe ich hier noch alles in der Hand. Und jetzt hat er hoffentlich verloren. War aber wieder ein schönes Duell, muss man sagen. Das hätte es so in F1 2014 nicht gegeben. Und das Fahren macht ja auch mehr Spaß. Die kommen rein. Ich komme auch rein. Jetzt werden wir wieder in der Box Zeit verlieren. Ich weiß nicht, warum die einfach nicht aus den Quark kommen. Jetzt hat der Autopilot wieder übernommen. Die müssten den jetzt gerade, glaube ich, rauslassen. Verstappen steht noch, aber die müssten sofort parat sein. In der echten Formel 1 geht es ja, aber hier im Spiel wurde das verlangsamt. Das ging mal schneller. Schaut mal, 2 Sekunden sind vergangen und dann arbeiten die erst. Aber wir bleiben dennoch vor Stevens, das ist wichtig. Und jetzt aufpassen, Reifen sind kalt. Man merkt's. Jetzt nicht die Nase verlieren. Denn so langsam kommt unsere Zeit, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie viel da? 7? Ist mir egal. Ich fahre jetzt das, was möglich ist. Und vielleicht holen wir ihn noch ein. So, ich merke mir mal die Runde 11. Ich merke mir Runde 10. Runde 10 sind wir zum Boxenstopp gekommen. Wie lange die jetzt halten? Wir müssen nicht mehr die Primes benutzen, weil es eben geregnet hat. Ich hoffe, das Spiel hat das soweit drauf. Jetzt könnten wir theoretisch mit Options durchfahren. Ist die Frage, wie lange halten die? Denn vielleicht können wir wieder einen Boxenstopp der KI gegenüber einsparen. Das ist gerade mein Gedanke. Deswegen Runde 10 kann man sich schön merken. Ist eine glatte Zahl. So, Reifen haben jetzt fast Temperatur und Stevens hat einen Rückstand. Ja, so langsam wird das. Ich glaube, jetzt geht's für uns schnell nach vorne. Du kommst weg. Das ist sowas von interessant, Jeff. Das glaubst du gar nicht. Aber ich bin mir dennoch sicher, die 2 Sekunden, die wir da gewartet haben in der Box, das war weniger, als wenn wir noch eine Runde auf Intermediates draußen geblieben wären. So schlimm? Also Bremsprobleme hatte ich noch nie in dem Spiel und wird es, glaube ich, für mich auch nicht geben. Da muss man schon sehr viel falsch machen, schätze ich mal. Und einen Bremsdefekt gibt es hier, glaube ich, auch nicht. So langsam mal in die ganzen Kurven hier rantasten. Nasser wird jetzt, ja, ist der schnellste gewesen. Wir kommen Alonso auf jeden Fall näher. Und Mary sieht gar keinen Stich. Was mir gerade auffällt, ich habe mir gar nicht gemerkt, wie viele Runden wir bei 10 Kilogramm bekommen. Aber wir haben ja die schöne Anzeige da. Damit sollten wir arbeiten, aber... Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst.
Werde ich jetzt auch machen, aber die kommen da hinten langsam an zum Überrunden. Das könnte uns Zeit kosten bei unserer Aufholjagd jetzt. Wir kommen Alonso deutlich näher, das merkt man. Ich taste mich gerade noch etwas langsam an die Kurven heran. Ich bin mir sicher, dass das hier noch ein sehr schönes Rennen werden kann. Das will ich jetzt nicht irgendwie durch eine kleine Nachlässigkeit verschmeißen. Das klingt schön und hoffentlich kommt der an diesem Rennwochenende nie wieder. Das war zu weit außen angefahren meinerseits, das war Mist. Aber Alonso kommen wir dennoch näher. Neue persönlich schnellste Runde. Ja, Benzin haben wir noch ordentlich was zum Verbraten. Reifen sind auch noch optimal. Gut, jetzt. Oh, und da ist ein Sauber. Ist das Ericsson? Ericsson vor Alonso. Wir bekommen DRS. Hier war ich noch etwas zu schnell. Aber ich komme jetzt auch durch Kurve 3 ziemlich gut beim Herausbeschleunigen zurecht. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Bin ich auch sehr zufrieden. Oh, 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 Alonso, du wirst fällig sein und das freut mich. Ja, endlich mal schön hier durchfahren. Jetzt habe ich es auch gelernt. Oh ja, er qualmt. So, und Alonso gerade, just in diesem Moment, erstmal hinter uns. Ja, da war ich zu weit außen, da wollte ich nicht auf dem Gas bleiben. Aber wir bekommen ihn wieder aufgrund des besseren Motors. GP2-Motor, GP2-Motor, das gibt Alonso gerade durch. Aua, das hat er gehört. Der hat uns gerammt, oder? Ich habe ihm nicht die Tür zugemacht. Der Wagen ist noch heil, also nochmal alles gut gegangen. Wir hauen einfach ab. Alonso hat uns ja schon im freien Training geärgert. Er mag uns als spanischen Landsmann nicht. Dann habe ich auch keine Lust auf seine Gesellschaft. Ich verziehe mich nach vorne. Oh, das lässt sich gerade richtig schön fahren. Ich will den Wagen aber noch leichter haben. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Was für ein Geschalter am Lenkrad. Ja, Ericsson liegt vor uns, Alonso ist schon weit genug hinten. Okay. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Die Reifen bekommen so langsam Farbe. Jetzt geht's auch los, dass die mehr und mehr Farbe gewinnen. Das wird jetzt relativ schnell gehen. Ich behalte es einfach mal im Auge. Aktuell sind wir 6 Runden auf den unterwegs. Ich muss eben schon mal auf das Rennen blicken. Wir müssen noch gleich 20 Runden fahren. Das war zu wenig. Ah, oh, die Sonne kommt raus. So, ich werde mal zurückschalten. 2 Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. 2 Runden, das ist mir zu früh. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde langsamer als deine. Ja, seht schon, die haben jetzt ordentlich Farbe, gelb. Farbe vorne, nämlich gelb. Aber ich behalte es weiter im Auge. Wir holen nämlich weiter auf den Schweden auf. Vielleicht geht sie noch in die Punkte. Wer weiß, wie oft die KI nochmal reinkommt.
Ich hole hier in dieser Ecke gerne nochmal nach rechts aus, weil da gibt die Strecke was her, dann kann man diese Kurve hier einfach besser erwischen. Wenn ihr euch fragt, warum ich da immer so rumschlenker. Das war etwas zu weit in. Muss mich gerade wieder etwas fangen. Tja, wann kommen wir rein? Kommen wir Runde 20 rein, es wird doch wieder dunkler, oder? Wetter bricht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Da hinten sieht es wieder etwas düster aus. Tja, ist die Frage. Jetzt haben wir Halbzeit. Wenn ich jeweils 9 Runden mit den Reifen fahre, müsste ich... Ich komme in Runde 19 rein. Runde 19 komme ich rein und schneide mir die Options nochmal. Und dann nochmal die Options und dann sind wir durch. Dann gehen wir aber, glaube ich, der KI mit. Ich könnte jetzt auf die Primes gehen und durchfahren. Also nur noch ein Stop, der uns bevorsteht. Jetzt, aber ich glaube, ich bin auf den zu langsam. Ich will es auf jeden Fall auf den Options probieren. Wir können die ja benutzen. Wir haben auch noch genügend Reserven. Wir haben ja bisher noch gar keine verwendet an diesem Rennwochenende. Also können wir da aus den Vollen schöpfen. KI kommt jetzt rein. Nee, doch. Ich hoffe mal nicht, dass Verstappen in der nächsten Runde reinkommt. Ich glaube, der ist gerade in der Box. Nicht, dass wir uns dann wieder behindern. Red Bull macht wohl gleich Boxenstopp. Die Crew bereitet sich vor. Schwierig. Wo ist mein Teamkollege? Teamkollege? Steht nicht da, schade. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der in der Box war. Ich konnte jetzt keinen gelben Punkt vernehmen und jetzt ist die Sonne ja richtig schön. Ich schaue jetzt mal auf die Karte, ob ich ihn vor mich... Ja, der fährt da vorne scheiße, wenn der jetzt reinkommt. Aber wann kommt der rein? Ich weiß das nicht. Ich glaube, der kommt jetzt rein. Ich glaube, die KI kommt noch zweimal rein. Hä? Was? Ich habe doch gar niemanden überholt. Was soll denn das? Ja, Verstappen ist drin. Also eine Runde warte ich noch. Was war denn das jetzt wieder für ein Quatsch? Habe ich jetzt einfach mal durchgehen lassen. Klar, wir haben uns berührt, aber hä? Ich war die ganze Zeit vorne, oder? Wir haben jetzt noch 17 Runden vor uns und auf den Primes könnte ich durchfahren. Und der hier kommt nochmal rein, da bin ich mir sehr sicher. Der Perez kommt nochmal. Der hat kalte Reifen. Gerade unschön, dass wir uns duellieren müssen. Nochmal zur Sicherheit. Primes. Die fahren vielleicht doch, wie ich anfangs selbst das machen wollte, zweimal auf den Options, aber ich könnte mir den ganzen Boxenstopp sparen. Und die fahren doch nicht jede Runde fast 2 Sekunden schneller. Weil so viel müssten die schneller fahren, um eben diesen Boxenstopp nochmal herauszuholen. Das glaube ich nicht. Deswegen komme ich jetzt rein und zwar hol mir die Primes. So, jetzt reicht's aber. Ich hätte jetzt noch länger mit diesen Reifen fahren können, obwohl die sind schon stark orange und orange, ehe die uns kaputt gehen, komme ich jetzt rein. Meine Hoffnung ist jetzt einfach, die KI kommt noch ein weiteres Mal herein und wir fahren schön durch. Und liegen zeitenmäßig dann einfach besser da, weil die mehr verlieren würden, wenn sie nochmal auf Options gehen. Nö, machen wir nicht. Reifen sind auf jeden Fall frisch. Das ist schön. Wir haben freie Fahrt. Wenn wir freie Fahrt hätten, es ist Ericsson wieder. Noch ist er hinter uns, aber Reifen sind noch kalt.
Das könnte jetzt was werden. Er hat ja auch noch DRS. Und ich komme ja gerade im letzten Moment doof raus. Du bleibst links. Boah, auf letzter Rille. Boah. Der war auf der DR-Linie. Ich lasse ihn da lieber ziehen. Erstmal. Jetzt habe ich nicht geschaut, welche Reifen der hat. Vielleicht sehen wir es nochmal, denn unser Sektor kommt ja gerade. Da kann ich vielleicht nochmal nachschauen. Ericsson, zeig mal. Was hast du denn da Feines? Die sind rot markiert, oder? Die Sonne hat gerade geblendet. Er hat den besseren Motor. Wir haben DRS, aber das wird hier nichts. Da stecke ich lieber zurück und versuche es jetzt wieder. Jetzt bin ich zu weit weg. Dann muss ich es oben wieder mit DRS probieren, aber da kommen die besser heraus. Nein, wir werden es sehen. Wir haben auf jeden Fall was zu tun. Es gibt zwei Kämpfe und das ist doch schön. Und das Wetter ist gerade richtig herrlich. Schaut mal, die schöne Landschaft. Aber wir sollen uns mal lieber aufs Wesentliche konzentrieren. Die KI muss nicht nochmal rein, aber die werden mit weicheren Reifen jetzt nicht bis zu Ende fahren können. So viel steht fest, das sind zu viele Runden. Ich konnte noch nicht klar erkennen, welche Reifen der Ericsson hat. Wenn er jetzt die Options hätte, das wäre ja krass, weil wir immer noch mithalten und sogar schneller sind. Das sind die Options, der muss nochmal rein. Mach hier nicht zu, Junge. Wir sind auf der Ideallinie. Aber er ist neben uns. Das geht zum Glück gut. Ich habe Platz gelassen. Ich will mir das Rennen jetzt nicht dadurch verbauen. Wir haben hier nämlich noch einiges offen. Ich glaube, wir sparen wieder einen Boxenstopp ein. Und wir haben eben auch eine gute Reserve. Die können wir noch einsetzen. Ach, Button ist immer noch vor uns. Stimmt, wir sind aber auch plus 15. aktuell. Aber die kommen eben nochmal rein. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das war etwas zu spät und unnötig meinerseits, so spät da zu bremsen. Jetzt kommt er doch noch hier raus. Schöner Mist. Ich werde da wieder kontern. Schöner dranbleiben. Windschatten noch schnuppern. Na, wird das was auf dem kurzen Stück? Nee. Jetzt blinkt er auch noch wild. Mist, das kostet gerade wieder Zeit. Hab's mir aber selbst wieder verbockt. Mann, dieser Ferrari-Motor, der nervt ja richtig, wie schnell der ist. Aber jetzt hat er gerade einen ordentlichen Rückstand, der Ericsson. Hoffentlich können wir uns jetzt absetzen, obwohl wir die schlechteren Reifen haben. Also ich erahne hier noch Gutes für dieses Rennen. Jetzt muss ich hier aber auch mal weg. Und die Reifen darf ich auch nicht zu hart rannehmen. Vielleicht kommen wir am Ende noch in die Bredouille. Also jetzt konzentriert fahren. Jetzt kann ich wirklich vorne bleiben und jetzt im letzten Sektor baue ich wieder meinen Vorsprung auf ihn aus. Das ist nämlich meiner hier. Wieder schön ausgeholt, habe ich ja schon vor ein paar Runden angesprochen. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Das schaffen wir. Wir haben ja aktuell eine Reserve. Und jetzt lässt sich der Wagen richtig schön fahren bei freier Fahrt und wir müssen auch nicht zu stark nach hinten schauen, das ist schön. Und die KI kommt da nochmal rein, auf jeden Fall Ericsson, der ist gerade reingekommen, oder? Alonso nehme ich hinter uns. Vor uns liegt immer noch Button. Fahrer vor mir. Button vor dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 1 Sekunde auf, gute Leistung. Noch 12 Runden. Der hat doch gesagt, dass der bald reinkommt. Ericsson wieder hinter uns. Okay, das ist doch nicht in die Box.
Zwei Helikopter so nah beieinander? Okay. Wenn die alle nochmal reinkommen, dann spült es uns in die Punkte. Die, die wir gerade da schön auf der Karte gesehen haben, wenn die alle noch reinkommen, dann schaffen wir das. Bin ich ganz zuversichtlich. Ich schaue jetzt aber nicht in die Rennleitung hier ins Menü. Das bringt mich erstens aus dem Rhythmus und zweitens will ich die Spannung einfach mal offen halten. Auch wenn das ein echter Fahrer gesagt bekommen würde, wer gerade auf welchen Reifen fährt, aber Jeff will es ja spannend machen und das war abgekürzt, deswegen bin ich auf dem Gas geblieben. Gut, Ericsson verliert weiter, aber unsere Runde war auch nicht schön. Jetzt sind es noch 11 Runden, sofern wir nicht überrundet werden. Optimum, deswegen gehe ich erstmal wieder zurück. Vielleicht brauchen wir es nochmal im Zweikampf. Und vorne ist jetzt eine leichte Verfärbung zu sehen. Ich denke, das geht aus, könnte aber knapp werden mit den Reifen. Die werden auf jeden Fall einen orangenen Touch haben, wenn wir am Rennende angelangt sind. Und die KI müsste in den nächsten zwei Runden rein. Wenn sie jetzt eben noch die Options fährt. Und das sind, glaube ich, wenn nicht sogar alle da vorne. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die daran denken. Die KI scheint mir nicht so schlau zu sein. Aber wir werden es sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Und ich müsste erstmal wieder eine gute Rundezeit. Eine gute Runde hinlegen. Das ist gerade ziemlich Murks, was ich hier zusammenfahre. Ja, Perez. Perez haben wir mal kurz etwas ärgern können. Und den bekommen wir womöglich wieder. An der Box ist gerade... Da hinten ist was. Gerade an der Ausfahrt. Na toll. Das ist Hülkenberg. Oh Gott, Hülkenberg wird uns im Mercedes-Motor, mit dem Mercedes-Motor, auf den letzten Runden wahrscheinlich auf Options ärgern. Oh, 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 oh. Das war zu spät, das ist nicht gut. Fahrer vor mir. Das stimmt. Ja, Reifen machen sich schon bemerkbar. Das könnte sehr eng werden. Aber lasse ich es einfach mal auf mich zukommen. Ich fahre jetzt einfach mal so schnell es geht. Da kommen die nächsten an die Box, Maldonado aktuell vor uns. Dann ist Button wohl weitergefahren, da sind zwei an der Box. Jetzt sind wir Zwölfter. Da ist Perez, der hat im Vergleich zum letzten Boxenstopp etwas gewonnen. Wir haben uns duelliert und so sauber bin ich teilweise auch ein paar Runden nicht gefahren. Aber wer weiß, was er zu tun hatte. Der war Achter, also könnten wir jetzt Neunter sein. Na, ich bin einfach mal gespannt, wo das hier enden wird. Ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ich finde. Die Reifen sind noch so ein Thema bei uns. Regen wird nicht mehr kommen, ja. Einige Faktoren hier im Spiel. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Das ist auch super, also es bleibt trocken. Jetzt haben wir eigentlich schon mal die Bestätigung. Das wird sich jetzt nicht mehr ändern. Und der letzte Sektor ist auf jeden Fall unser Gebiet. Verstappen an der Box, schön. Ich schätze mal, in zwei Runden wird er zu schnell sein für uns. Oh Gott, jetzt ein Mercedes-Motor, deswegen will ich ihn bekommen. Er lässt uns den Platz aber neben der Ideallinie rausbeschleunigen, nicht den Wagen verlieren, das hat uns Zeit gekostet. Oh Mann, ich muss da aufpassen. Neben der Ideallinie aus dieser Kurve. Das ist nicht so schön. Und das war auch nicht schön, dieses... Und das Hochschalten war auch nicht schön. So, Hülkenberg ist deutlich näher.
Wir sind Zehnter. Verstappen liegt eine Kurve hinter uns. Haben gerade auf der Karte gesehen. Oh Mann. Das wird spannend. Oh Gott, die Reifen schaffen das nicht. Ich glaube, ich habe mich verkalkuliert. Entweder ich schone die jetzt gerade so, wie es nur geht, aber ich glaube, das geht nicht aus. Krass, dass sie aber so krass abbauen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so zwei, drei Runden vor Schluss wird das eng, aber so? Na, ich bin mal gespannt. Jetzt nochmal reinkommen ist, glaube ich, zu spät, oder? Jetzt sind es noch sieben Runden. Ich wähle mal sicherheitshalber aus. Wenn ich reinkomme, sind die Punkte weg. Wenn ich draußen bleibe, platzen mir die Reifen. Ich hätte nicht gedacht, dass die härteren Reifen so schnell nachlassen. Ich werde nochmal reinkommen. Es hilft nichts. Das werde ich nicht schaffen. Und im Zweikampf verbrauche ich ja noch mehr Reifen. Mist, hätte ich nicht gedacht. Also No Options ist doch schneller. Die härteren Reifen halten hier also nicht viel mehr als die weicheren. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, ja. Nee, das schaffe ich nicht. Wir müssten jetzt noch 6 Runden fahren. Na, vielleicht können wir nochmal fliegen. Ja, da fliegt schon einer. Vielleicht können wir auf den Options nochmal fliegen. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber die Erfahrung muss ich auch wieder sammeln. Wenn wir ein ähnliches Wetter in der dritten Saison haben, dann weiß ich Bescheid. Und jetzt, ja, Verstappen vorbei. Ich glaube nicht, dass wir ihn einbekommen, weil er ist jetzt vorbei. Naja. Na wohl, also vor den beiden will ich noch kommen. Also 13. will ich Minimum werden. Und vielleicht kann ich ja fliegen und bekommt doch noch Verstappen, aber ich glaub's nicht. Da ist Hamilton. Wir haben jetzt die besten Reifen im gesamten Feld, aber nur noch 6 Runden. Nein, 5. Wir haben eine Runde weniger. Ach, Kacke. Eine Runde weniger, also kann ich minus 1 haben. Also jetzt raushauen. 14. Platz wäre auch nicht so schlecht. Etwas ist ja noch drin. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass die härteren so kurz halten. Naja, nach hinten ist genug Platz. Also es kann nur noch nach vorne gehen. Ich hefte mich einfach mal an Hamilton ran. Mal schauen, ob ich irgendwie Schritt halten kann. Jetzt haben die Reifen Temperatur. Damit kann ich arbeiten. Und die können wir jetzt richtig vernichten, die Reifen. Klar, nicht Reifen stehen lassen. Aber jetzt können wir alles raushauen, was geht. Mann, wäre ich bloß zweimal auf den weicheren geblieben. Aber hinterher ist man immer schlauer. Button liegt schon mal vor uns, den bekommen wir auf jeden Fall. Dann habe ich den 13. Platz wieder. Ich glaube auch nicht, dass wir uns gegen Hülkenberg behauptet hätten. Von daher finde ich die Entscheidung, jetzt nochmal auf den Options zu fahren, gar nicht so schlecht, aber die Primes, die hätte ich mir zwischendurch echt sparen können. Aber wusste ich einfach nicht. Was hättet ihr denn gemacht? Wärt ihr auch auf den Options geblieben? Nach dem Regen? Regen? Options? Und dann bin ich auf Primes, aber es lässt sich hinterher wirklich viel einfacher sagen. Jetzt schnappe ich mir erstmal Platz 13 und dann schaue ich mal, ob wir vielleicht noch den 12. bekommen. Aber ich glaube mal nicht, aber ich kann ja nochmal eine schnellste persönliche Runde rausfahren. Das bin ich uns schuldig. So, jetzt fangen und dann eben auch Alonso Button bekommen. Wir dürfen ja eine Runde mehr verballern.
keine Chance. Ist Button so cool und gibt nichts von sich, zwecks Motor? Jetzt ziehen wir davon. Mit der S auch noch. Und fetten Benzingemisch und Renault-Motor. 5 Kilo Benzin im Tank, nur noch 5 Kilo Benzin. Oh. Obwohl, wir fahren nur noch 2 Runden. Ja, Platz 13, hier ist Schluss. Vordermann. Ah, ne. Oh. Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 3 Zehntel auf. Gute Arbeit. Jetzt sind es noch 4 Runden. Vordermann erkennt er also auch. Wahrscheinlich erkennt er das von Vordermann. Na, hat's mit dem Wagen verschlagen. Hintermann. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Okay, so klappt's nicht. Vorletzte Runde für uns. Ich werde jetzt nicht 6 Sekunden rausholen, oder? Fahrer vor mir. Max liegt vor dir. 11 Sekunden Abstand zwischen euch. Wir holen pro Runde etwa 9 Zehntel auf. Weiter so. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. 2. Nicht mal ganz. Mann, North Options unterwegs gewesen, werden die Punkte bekommen können. Naja, ich finde das Rennen dennoch sehr schön. Wir haben einiges gesehen, ein paar Zweikämpfe auch über mehrere Kurven mit Stevens, oder? Auf jeden Fall mit Ericsson, der war auf jeden Fall da. Und ansonsten, ja, doch ein zufriedenstellendes Rennen. Österreich ist wirklich toll zu fahren, vor allem eben bei Trockenheit. Bin ich sowas von froh, dass wir diesen Kurs wieder im Rennkalender haben. Und letzte Runde nochmal persönliche Bestmarke setzen, das habe ich noch vor. Vielleicht schon wieder diese Runde? Nö. Letzte Runde. Ja, die erste Kurve aber nix. Fahrer vor mir. Mann. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Tolle Info. Fahrer vor mir. Max liegt vor dir. 10 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 7 Zehntel raus. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Nein. Platz 13 ist unser bestes Ergebnis, oder? Ja, müsste es sein. Dann verlassen wir doch diesen unsäglichen 18. Platz in der Fahrerwertung. Zwar immer noch keine Punkte, aber naja, es wird schon besser. Und Shanghai war ein ordentliches Ergebnis, Barcelona hat sich ganz gut angefühlt und Kanada war auch nicht übel. Bin schon ziemlich zufrieden mit dem, was wir hier alles erlebt haben. Also genau auf den Punkt gebracht und schnellste Rennrunde für uns war es nicht mehr Platz 13. Finde ich ganz in Ordnung. Wir hätten aber durchaus mit nur Options in die Punkte fahren können. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, weil wir das Ziel erreicht haben und damit bin ich eben auch zufrieden. Es war ein tolles Rennen, sehr abwechslungsreich, unterschiedliche Wetterszenarien. Was für ein Triumph für Nico Rosberg. Der Deutsche hat eine starke Fahrt hingelegt und seinen Mercedes verdient auf Platz 1 gesteuert. Und vorhin auf dem Podium, da hat er übers ganze Gesicht gestrahlt und sah unglaublich glücklich aus. Ja, das Ergebnis wird für viel Freude sorgen. Das war eine fantastische Fahrerleistung. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Die schnellste Rennrunde, die wollte ich auf jeden Fall schon mal sehen. Die spricht ja auch Bände. Gut, wir hatten jetzt am Ende wirklich verdammt frische Reifen. Aber da war auch noch Luft nach oben drin gewesen. Also, ich hake es mal so ab. Es war ein tolles Rennen. Also Rosberg gewinnt vor Vettel, dann Lewis Hamilton, Räikkönen, also Hamilton wieder bloß Dritter, dann kommt Massa auf 5, Bottas, Grosjean auf Platz 7, ist echt gut, Nasser wieder auf Platz 8, wieder 4 Punkte. Mann, der haut echt ab und dann eben auch noch die Konstrukteurswertung. Wir müssten echt mal langsam punkten und Verstappen muss auch mal wieder punkten. Mal wieder ist gut, ne? Und Perez hat eben sich den 10. Platz geschnappt. Hülkenberg ist 9. geworden. Quert 11. Der ist ja ganz schön weit hinten gestartet.
Also Verstappen, dann eben 12. wir 13. dann eben Jenson Button. Das erste Mal keine Punkte, oder? Jenson Button? Das erste Mal keine Punkte? Daniel Ricciardo aber erschreckend weit hinten. Wenn man eben quer sieht, der von 19 aus ins Rennen gegangen ist. Aber Daniel Ricciardo hatte einen Boxenstopp mehr. Maldonado, Ericsson, Stevens und dann, ja, Ericsson Stopp mehr, Alonso Stopp mehr. Ist aber keiner ausgeschieden. Und gab's Strafen? Nö, haben wir gesehen. Gab's irgendwelche Vorfälle? Wir sind nicht dabei. Okay, nicht schlecht. Kollision mit Sainz, das war Runde 15. Nasser. Also Bottas und Nasser, Button war dabei. Ericsson und auch Räikkönen. Ja, alles in allem ein schönes, wie gesagt, tolles Rennen. Rosberg lässt den Vorsprung weiter wachsen. Dann eben Hamilton, Räikkönen und Vettel. Sieht soweit noch ganz gut aus. Wir sind ja noch nicht mal bei der Halbzeit dieser zweiten Saison. Daniel Ricciardo ist abgerutscht, dafür ist Massa nach oben. Und ansonsten Nasser, Mann, wie viele Punkte der schon inne hat. Und Button steht weiterhin bei 15, Verstappen 10, wir eben leider noch 0, aber... Wir sind immer noch auf dem 18. Platz. Ach Mann! Aber sobald wir Punkte holen, sind wir immerhin vor Alonso und Ericsson. Und Silverstone, das wird wieder auch sehr interessant werden. Vielleicht regnet es da auch. Müssen wir einfach mal schauen. Doch nicht weggekommen. Die einzige Veränderung ist Massa und Daniel Ricciardo. Interessant. Und hier hat sich auch nichts getan. Wir haben 18 Punkte Rückstand auf Sauber. Das Abenteuer Österreich, das begann nass. Dann wurde es immer trockener, unsere Zeit war gekommen und ich habe mir es nochmal angeschaut, wie lange die Reifen letztendlich gehalten haben. Also wir sind ja in Runde 10 hereingekommen und sind dann eben erst wieder in Runde 20 als nächstes rein und haben uns die Primes geholt. Also, Runde 19 war es. Also hatten wir 9 Runden auf den Options und da wäre vielleicht noch eine Runde drin gewesen. Sagen wir jetzt einfach mal 10 Runden. Wir hatten auch 2 Kämpfe dabei und dann wären wir noch 15, 16 Runden auf den Primes gefahren. Damit habe ich einfach mal gerechnet und ich hätte echt nicht gedacht, dass das eben nicht ausgehen wird. Klar, wir hatten auch 2 Kämpfe, aber die Reifen waren so schnell am Ende. Also ich hätte wirklich gedacht, wir schaffen das und deswegen meine Entscheidung und ich hätte die auch, glaube ich, wieder getroffen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Primes nur so wenig länger, wenn überhaupt, halten. Die waren natürlich auch langsamer. Naja, jetzt wissen wir es einfach mal und vielleicht können wir das eben in der dritten Saison umsetzen. Spaß hat es mir dennoch gemacht und es war unsere bisher beste Platzierung. So kann es weitergehen. Mal schauen, was das Wetter in Silverstone sagt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.